So, okay, also wie gesagt, es wird jetzt immer schlimmer. Wir haben jetzt schon das FBI am Hals. Und ihr habt ja schon gesehen, wie schnell unsere Sterne steigen. Da haben wir ja den Gefallen erledigen. Lass mich mal schnell hier hoch. Sprich mit deinem Anwalt. Achso, das mit dem Fahndungswert. Der ist nämlich eh schon wieder bei 4 Sternen. Den Anwalt brauchen wir ja sogar noch. So, da mal Ponzi-Trick. Lass mich mal schnell schauen. 578. Ja, wir haben aber auch so noch nichts aufgewertet. Das muss man dazu sagen. Verkauft. Verkauft. Also, da haben wir momentan überhaupt noch nichts. Achso, Fahndungswert. Ja, das können wir tun. Den Schnaps nehmen wir mit. So, dann kriegen wir auf jeden Fall unseren Fahndungswert wieder runter für 3 Sterne. 12 Schusswaffen, 360 nehmen wir mit. Ach so. Unser Lager ist ja fast voll. Verkauft 15 Schnaps. Das Lager mit Nehmen wir Beschlag, mal ich das komme. hier. So. Oh, warte mal, wir haben eine Flüsterkneipe. Shit, wir haben keinen Handlanger frei. Die haben ja die zwar eingesperrt, stimmt. Weil da könnte man nämlich anliefern. Ach so, wir haben ja noch nicht mal Autos geholt. Das haben wir ganz vergessen. Hier stehen ja jede Menge rum. Da müssen die gar nicht mal so weit laufen. Komm, mach schnell. Darauf trinke ich So, ein. jetzt werden wir schnell hier liefern. Dass wir wieder Platz in unserem Lager haben. Alles abgehakt, So, oder Sterne nicht? haben wir auch weg. Lass mich mal kurz gucken. Kauf 15 Schnaps, Schusswaffen. 9 Ach, Stück, das ich machen hätte wir. gedacht, du fragst mich eher. Die Schnaps kommt noch. Also wie gesagt, jetzt holen wir erstmal schnell Autos. Naja, der fängt schon wieder an, hier mit seinen Krediten nicht zu bezahlen. Ich könnte jetzt einen kippen. So, Start. Dafür riskiere ich was. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Start. Holt euch die Autos. So wie ich. Glaube ich. Diese Esel waren keine Gegner. Warte mal. Okay, er hat ein Auto. Er hat ein Auto. Wer fehlt jetzt? Ich glaube, dass der noch fehlt. Kauft 15 Schusswaffen für 600. Das nehmen wir. Kauft 15 Schnaps. Ich hoffe mal, dass einer Bier will. Kauft 40 Bier. Perfekt. So, dann können wir aber gleich die 40 Bier dann wieder kaufen. Oh, leck. Unsere Sterne sind schon wieder voll. Ich will gar nicht wissen, was das jetzt eigentlich kostet dann. Wir müssten bestechen. Total großartig, Kumpel. Wir haben die Schwachköpfe bezahlen lassen. Du hättest uns sehen können. Ah, mach mal 500. Zweiter Mal bestechen. Oh. Wir haben die Ermittlungen gleich. Bessere Maschinenpistole plus 10 Schaden. Ah, dann brauchen wir jetzt 1500 für ihn. Nein, 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 du hast mich falsch verstanden. Mach mal es billiger. Ah, wir hätten aber sonst nichts anderes. Hey Soldat, ein wahrer Boss hat keine. Jetzt warte mal, ich will gar nicht so viel Geld hier ausgeben. Können wir was tauschen? 1250 sauberes Geld gegen 3900, das machen wir. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Das machen wir. Ich weiß nicht, was die Ermittlungen jetzt kosten. Wir schauen uns mal an. Ach, 500, das geht ja. Und wir können auch von einem Deputy einen Gefallen noch einfordern. Ne, wir machen die 500 lieber. Das ist mir sogar... Es ist besser. Upgrades produziert auch Schusswaffen. Darf ihr ja, alle Geschäfte? Ja, die Schusswaffen nehmen wir natürlich mit. Jetzt haben wir Schnaps verkauft. 5 Schnaps. Platz haben wir genug in unserem Lager. Kauft auch Schusswaffen. Alles wird gut. 500. Bier verkauft 15... Bier, das lassen wir jetzt mal lieber noch.
Diese Esel waren keine Gegner. So. Jetzt passen wir mal auf. Da, neuer Freund. Kosten einen Schnaps. Das können wir machen. Nach einem Arzt gerufen. Da haben wir eh genug. Was hat denn der für eine Waffe? Schlagring. Ja, okay. Mit den Fäusten wollen wir eigentlich eh nichts machen. Einschüchtern. Ich bin besser als meine Brüder. Können wir was liefern? Kein Handlanger momentan. Messer. Ja, ich würde sowieso mehr auf Schusswaffen gehen. Das ist das, was ich am besten kann. Wenn meine du Meinung. Willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Da ist das Verkauf. Kauf 30 Bier. Okay, das haben wir momentan nicht. Kaufen wir mal schnell bei ihm hier. Da haben wir eine Brauerei. Ah, wir wollen jetzt erstmal unsere Sterne hier gar nicht so hoch. Ach so, weil wir haben ja ihn schon bestochen. Schwindler. Der hat viel dreckiges Geld, je nach Beliebtheitswert. Ja, es wäre natürlich gut, wenn wir den noch hochkriegen würden. Kauft 6 Schusswaffen. Kauft 30 Bier. Ach, Kumpel. Alles wird gut. Das kriegst du jetzt einfach mal. Schusswaffen nehmen wir mit. So. Dann. Was machen wir hier? Neues Geschäft auf 6 Orte haben wir hier entdeckt. Jetzt warte mal. Kaufen. Okay, da ist ein Waffenladen. Das wollen wir nicht. Plünderung. Steigt der Fahndungswert. Machen wir mal. Da bekommen wir 15 Schusswaffen. Mieten. Wir mieten jetzt mal die ganzen Geschäfte, was so geht. Haben wir noch eine Handlanger frei? Einen in Dock. Kauft 30 Bier. Das machen wir. Lass das mal den Arzt machen. Müssen wir natürlich noch Upgrades machen. Achso, warte mal. Beliebtheitswert. Und das. Kann's kaum erwarten, die Neuigkeiten loszuwerden. Kleiner Laden, jetzt warte mal. Wir müssen irgendwie. Ich hätte gedacht, du fragst mich eher. Nein. Halt. Das wollte ich gar nicht. Shit. Diese Esel waren keine Gegner. Ja, ich wollte jetzt keine Pfandleihe machen, Mensch. Hab mich aus Versehen verdrückt. Kacke. Shit, das müssen wir aufgeben. 500 haben wir jetzt hier. Machen wir Flüsterkneipe. Obwohl, lassen wir es mal. Meine Bezahlung sollte das widerspiegeln. Sauberes Geld, das werden wir dann eh brauchen. Achso, warte mal, wir könnten ja gleich mal reinschauen. Na. Zwecks einer Klinik. 750, das haben wir fast. Dass ich eher wenigstens wieder heim kann. Ja, das passt, das lassen wir so. Kauft 25 Schnaps für 450. Ich bin da. Kriegst ich bin du. Ein wenig eingerostet, aber ich mach das. 9 das Schusswaffen, das nehmen wir. Die 23 kaufen wir von ihm ab. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen rumschauen, was hier sonst noch alles so gibt. Bier haben wir momentan eh keins. Also, wir sollen ja mit unserem Anwalt sprechen. Wir müssen ja auch noch bauen. Schwindel abziehen. Also okay, da wird man eh. Wir könnten ja unseren Beliebtheitsding noch hoch machen. Ich liefere Resultate. Wollen wir das? Jetzt machen wir aber hier erstmal hier eine Klinik. Alles wird gut. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Darauf trinke ich ein. So, 74. Was gibt's denn hier Schönes? Kredit von 1000. Glaube ich, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Verkauft 5 Schnaps, die können wir kaufen. Da haben wir eh nicht mehr so viel. 20 Bier. Ja, das hört sich gut an. Komm, Schwindel abziehen. Achso, wir haben keinen Handlanger mehr.
kann's kaum erwarten, die Neuigkeit. Das machen wir jetzt gleich. Du musst ja eh nicht. Ach, du musst ja erstmal. Ich bin besser als warm sein. Müssen wir ja schon wieder Geld ausgeben. Jetzt warte mal. Was war jetzt hier? Böse Klinge. Deputy, lass mich gucken. Warte mal. Ach, kein Handlanger. Ich könnte jetzt einen kippen. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Da haben wir einen Schlagring. Die Waffe haben wir gekauft. Bessere Maschinenpistole. 10 Schaden. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Wer hatte die Maschinenpistole? Du hattest die normale Knarre. Ist aber, glaube ich, jetzt nur eine normale. Genau. Also müssen wir die eigentlich doch kaufen, oder? Jetzt kaufen wir erstmal die Waffe. Doch, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Jetzt werden wir hier den Schwindel abziehen. Das wird gut fürs Geschäft. Bier, Schnaps, kauft 5 Schnaps, die hätten wir sogar. Kauft 14 Schusswaffen, die kriegst du. Drei Sterne, ja, das kriegen wir schon hin. Okay, eigentlich ein schönes Geld hier kassiert. Kauft 12 Schusswaffen. Aber ihr merkt schon, wie uns diese beiden hier fehlen. 5 Schnaps, Geld. 205 in sauberes Geld. Ne, das brauchen wir nicht. Kauft 30 Bier. Okay, das haben wir auch nicht. Machen wir mal das hier. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. So, jetzt glaube ich, werden wir dann meine Aufgabe hier erfüllen. Das ist hier unser Anwalt. Warte mal, da haben wir sie. Braucht Geld. Ja, das können wir ihnen ja das geben. Ist das, was ich am besten kann. 1000 Dreckiges. Bitteschön. Und da. Braucht ein paar Muskeln. Jetzt ist die Frage: Kämpfen oder wirklich eine Schießerei? Weil hier steht Muskel. Ist halt natürlich die Frage, sollen wir Jan ausrüsten oder nicht? Ich glaube, jetzt probieren wir es lieber erstmal so. Mach es selbst. Bier. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Ja, jetzt schicken wir mal einen dahin. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Warte mal, wo war? Nein, 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 du hast mich falsch verstanden. Ja, wir machen es billiger, keine Angst. Die Waffe haben wir gekauft. Bestechen kostet 500. Gefallen einfordern, ha, brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Arbeit macht mich durstig. Also, wir müssen ja noch einen Anwalt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwo noch einen Bauplatz hierher bekommen, von hier. Dafür riskiere ich was. Dann können wir den Anwalt bauen. Okay, dreckiges Geld in sauberes Geld. 1000 in 800. Also, ja, sein Kurs ist super. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Kauft 5 Schnaps für 135. Da wäre er besser. Schusswaffen. Bitteschön. Okay, ihn müssen wir halt noch schauen, dass wir den irgendwie heilen können. Erholen sich noch schneller. Vielleicht kriegen wir den bis dahin noch fit. Nee, du brauchst vielleicht ganz schön lang für den Auftrag. Warte mal, hast du vielleicht noch kein Auto oder ist dein Auto kaputt? Das kann natürlich auch sein. Großartig. So, Geldshop, das haben wir erledigt. Da ist gerade einer unterwegs.
Ah, wir haben ja schon den Bauplatz. Shit. Darauf trinke ich ein. Naja, macht nichts. Was haben wir denn hier drauf? Schnaps und Bier für sauberes Geld über die Theke. Jetzt war da mal Lagerhaus. Als verstecktes Lager da haben wir Borde. Achso, das fördert ja Brauereien, Destillerien und Schmuggler. Wir haben Schmuggler und wir haben eine Brauerei. Also, dann machen wir hier mal unser Bordell rein. Ah, es lief schräg da draußen, Mann. Sie haben uns erwischt und dann sind wir was trinken gegangen und ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ja, komm, du kriegst, machen wir die 500, scheiß drauf. Kauft 25 Bier, kauft 20 Schnaps. Ah, haben wir nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt dann wiederkommt. Es liegt an meinen Schusswaffen. Oh. Er ist geheilt. Sehr gut. Sag mal, was macht denn der so lange hier? Haben wir schon ewig lang dahin geschickt. Wir haben schon wieder 4 Sterne. Was wir Geld in den hier reinstecken, dass der uns die Sterne hier runterbringt. Ich wusste, du bist der richtige Kerl dafür. Ich bin ehrlich beeindruckt. Ja, wir nehmen auch 5 gefürchteten Wert. Kein Problem. Verkauf 20 Schnaps. Können wir machen. Ich hoffe mal, das kriegen wir auch noch rechtzeitig, bevor sie hier geht. Ja, sag mal, wo ist... Ah, jetzt kommt er zurück. Schaut an. So, da haben wir unser Bordell. Beliebtheitswert. Effizienzbonus für Brauereien. Das wollen wir natürlich machen. Schusswaffenkauf, 12 Schusswaffen, das haben wir. So, wo bist denn du jetzt? Schnaps, den kriegst du. Kriegen wir das Geld noch? Ja, okay, er fährt hier. Nicht, dass ihm jetzt vielleicht auch was passiert und er den Job jetzt so erledigt. Ich weiß ja nicht, wo der da hinfährt. Schaut euch mal das an. Hallo? Großartig. Ja, der ist auf jeden Fall weg. Schaut euch das an. Ach so, da fährt er wieder rum. Ey, lasst es jetzt bitte kein Bug sein. Das wäre natürlich ärgerlich. So, Bier haben wir 14 Stück. Dann nehmen wir dich jetzt mal. Kaufen wir mal ein bisschen ein hier. Oh, Geld. Was gibt's denn hier Schönes? Kredit, tauscht. Ne, es passt schon. Wir wollen einen Anwalt. So, mal ganz kurz schnell gucken. Du bist hier drüben, das ist nämlich dieser weiße Punkt. Ach, man kann nicht mal reinschauen, wenn man keinen Handlanger hat. Das nervt. Schaut mal, wo der überall rumfährt hier in der Gegend. So, Anwalt. 1400, das haben wir sogar. Haben wir ein frei. Lieferung. Dafür riskiere ich was. Prozent passiert was mit dem Wolf, glaubt's mir. Der wird jetzt so nebenbei die Aufträge hier erfüllen. Auf einem Spezialauftrag, schaut euch das an. Irgendwas passiert da. Darauf trinke ich ein. Oh. Wir nehmen natürlich das Geld. Nehmen das Bier dazu. So, Schnaps haben wir nicht. Schusswaffen. Oh, leck, da haben wir 31 Stück. Wolfi, was magst du denn? Jetzt war dann mal Upgrade. 8000 haben wir. Reduzierte Baukosten. Das hätte man natürlich eher wissen müssen. So. Dann machen wir jetzt mal eine Destillerie auf. Und wir haben doch, glaube ich, noch irgendwo ein Geschäft, oder? Nee.
Oh, Wolf ist fertig. Jetzt warte mal. Lass uns trotzdem nur mal schnell. Wir haben doch irgendwo noch eins gemietet. Oder haben wir das schon vergeben? Das kann natürlich auch sein. Ne, ich glaube, das haben wir schon vermietet. Jetzt bin ich gespannt. Hör zu, so sieht der Plan aus. Deine Jungs kriechen in diese Kartoffelsäcke hier und ich nehme sie bei der nächsten Nahrungsmittellieferung mit ins Gefängnis. Na super. Nein, wir können ja nicht einmal mehr speichern vorher. Krass, drei Leute nur. In Ordnung, dann los. Rette alle Gefangenen und entkomme. Wo müssen wir hier überhaupt hin? Da ist ein Polizist. Also wir müssen dann bis... Alter, nee, oder bis hier hinter. Na super. Angst vor dem Wolf? Ja, komm. Zeit, es anzugehen. Müssen wir retten und noch entkommen. Ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Ja, der steht natürlich jetzt hier noch. Ich brauche was zu trinken. Jetzt warte mal. Ich weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich jetzt hier hingehe. Ja, jetzt hat er uns. Okay, aber Wolf darf nochmal. Ja, jetzt reichen aber unsere Schritte nicht bis dahin. Na super. Ganz toll. Verfehlt, das ist schon mal sehr gut. Der wird aber jetzt hier... Ah. Ich brauche was zu trinken. Ja, aber wenigstens schon mal keine blutende Wunde. Okay, da sind wir. Oh, der hat aber noch sau viel. Blutende Wunde, eine geben wir ihm. So, holen wir uns die APs dazu. Komm. Hey, bitte. Ein Gesundheitspunkt fehlt noch. Das ist so ärgerlich. Lektion Nummer 1. So, jetzt wenn wir natürlich ihn noch treffen würden. Das war mir so klar. Ja. Ja, ich gehe mit dir jetzt auf jeden Fall mal hier rein. Zeit es anzugehen. Ah, perfekt. Könnten wir ihn eigentlich erstmal am Leben lassen? An die Arbeit. Das macht nichts. Der wird jetzt dann drauf gehen. Aber warte mal, da ist noch ein neuer. Wo ist denn der? Ah. Ich brauche was zu trinken. Hier. Ich will nicht wissen, wie viele Polizisten hier noch drin stehen. In Ordnung, dann los. Angst vor dem Wolf? Schnell hier rein. Da oben können. Ey, der hat Blutung. Ah, ein neuer Patient. Ja, da haben wir nämlich schon. Aber wie gesagt, hier haben wir halt ein bisschen Deckung. 5 Action Points kommen wir nicht in Deckung, aber vielleicht sind wir hinterm Träger. Mhm. An die Arbeit. Blutende Wunde auch noch. Wolf, du hast eine wirklich scheiß Position. Aber... Ja. Das ist eine Frechheit. Der müsste sterben. Der hat ja nur noch ein HP. Und blutende Wunde. Normalerweise immer 10 Gesundheit. Jetzt war der mal. Da haben wir 9. Okay, da können wir uns ja eigentlich hinter diesen Träger stellen. Das müssen wir halt nur schön treffen.
Alle Teammitglieder erhalten 50 Mutpunkte. So, das ist schon mal unten. Deputy 60. Das müsste der sein, wo von hier drüben kommt, oder? Zeit, es anzugehen. Denke ich zumindest. Neun. Angst vor dem Wolf? So, du bleibst jetzt mal hier stehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie den hier wegkriegen. Ah, shit. Ich brauche was zu trinken. Oh, den hat's natürlich jetzt schon übel erwischt. Der hat 57, das ist dann der hier. In Ordnung, dann los. So, dann mal, du gehst dahin. Zeit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwar der Meister, da kommt Wolf jetzt. Was machen wir mit Wolf? Der müsste ja den einen eigentlich hier weghauen können. Lektion Nummer 1. Perfekt. Jetzt können wir uns halt natürlich nicht bewegen. Das ist halt das Blöde. Ja. Der hat immer noch Blutung von 2 Runden. Jetzt warte mal, lass mich mal gucken. Da sind die Zellentüren. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Cops hier drüben noch kommen. Der ist hier am Ausgang. Also, der, wenn jetzt getroffen hätte, das wäre natürlich schon bitter. Wir können aber versuchen, ja, ob wir mit dem Wolf... Ich glaube, ich sehe doppelt. Ja, ja, da ist noch einer. Mit einer Pistole. Das wäre natürlich cool, wenn das der letzte wäre. Warte mal, wo geht's denn hier hinten raus? Oh, da geht's doch in den anderen Zellentrakt. Da ist der Ausgang. Ich glaube, wir gehen aber hier zurück, wo Wolf absichert. Bei der Arbeit. Ich bin mal gespannt, ob wir hier hinkommen. 35%. Oh, leck. Ey, Wolf, du bist super. In Ordnung, dann los. Was für ein Treffer. So, jetzt warte mal. Da haben wir 11 Punkte. Kommst du bis dahin? Ja. Jetzt müssen wir halt nur gut treffen, dass wir den wegkriegen. Und? Zeit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Nice, sehr gut. Ich brauche was zu trinken. Jetzt warte mal. Du gehst aber auch gleich zurück. Bei der Arbeit. Den, glaube ich, lassen wir hier stehen. Ach so, die dürfen ja mitkämpfen dann. Ja. Ja. Bei der Arbeit. Oder bringen wir den doch hier runter? Kann er ja schön hier durchballern. Ich bin ganz cool. So, was hast du jetzt für eine Waffe? Der hatte die Maschinenpistole. Okay, der hat im Knast seine Maschinenpistole dabei. Zeit, es anzugehen. Perfekt. 1, 2. Ich weiß nicht, sind ich jetzt die gleichen Polizisten? Wir werden aber, wie gesagt, hier rumgehen. Sicher ist sicher. Hä? Ey, was soll denn das? Warum ist der gleich hier unten? Der kann doch nicht von hier unten spawnen. Ja, das ist eine Frechheit, finde ich. Okay, wir müssen hier raus. Oh ne, das sind sogar mehr. 120, 120, das sind... Von wo kommen die jetzt? Hey! Das darf doch gar nicht sein, dass sie dann gleich neben mir spawnen. Ja, Boss? Jetzt habe ich gedacht, wirklich, ich bringe die Leute so hin, dass sie gar nicht so weit haben zu laufen. Dass sie dann schon hier unten stehen. Ich brauche was zu trinken. Ja, und dann haben wir schon Polizisten hier. Na, jetzt haben wir aber nur
5, 5. Da haben wir 2. Hier endet die Lektion. Das ist ärgerlich. Mein Zug. Ich verwitme euch am Arsch, bis wir vorkommen, sind die eingesperrt, ey. Zeit, es anzugehen. Bei der Arbeit. Was hat ein Wolf überhaupt noch? Alter, schaut euch das an. Ja. Scharfschütze brauchen wir gar nicht machen, ey. Das bin ist soweit, Boss. Also das gehört sich meiner Meinung nach nicht, dass sie dann gleich neben euren Leuten spawnen. Ja. Es ist ja nicht mal eine Eingangstür, wenn man sagt, okay, der kam jetzt hier rein. Ja. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Vor allem jetzt hat er wieder nur 8 Punkte. Okay, weil der Mut so weit unten ist. Ganz cool. Kommen wir hier hin? Trifft ganz wenig. Oh, treffen wir Doc? Nee. Mhm. Ja, Wolf 39, ey. Der müsste halt überleben, ey. Das ist... Jetzt wenn ich Wolf 8 dahin stelle. Der macht, glaube ich, eh nicht so einen Schaden. Der ist fast 45 schon müsste er treffen. Problem erledigt. Oh, super. Aber jetzt geh doch bitte in Deckung hinter dem. Ich brauche was zu trinken. Komm. Ja, passiert eh nichts, aber... Machen wir mal die Bestellung halten hier. Bin dran. So, Squix ist natürlich noch ganz hier hinten, ne? 103, 120. Ist es dann der gleiche? Scheiße, Wolf. Warte mal, von wo... Zeit, Gas zu geben. Von wo schießt denn der überhaupt? Ah, da haben wir noch natürlich noch keine Einsicht. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall mal vor Wolf gehen. 3 Punkte. Trifft 11%. 32. Das war wohl nichts. Okay, das ist der Polizist von außerhalb. Das geht eigentlich. Das könnte eng werden. Tja, was machen wir jetzt mit Wolf? Wo bringt man da den hin? Der kann ja wirklich nirgendwo hier in Deckung gehen. Also er macht einen kritischen Treffer. 6 machen wir dann Schaden mehr. Ah, shit. Ah, Doc darf man angreifen. Ich brauch was zu trinken. Und zwar dann mal, der hat wieder volle Angriffsleistung. Stellen wir ihn dahin. Vielleicht, da müsste man ihn wegkriegen. Einmal treffen nur. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Super. Okay, das sind sogar noch 2 Polizisten. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie hier rauskommen. Bin soweit, Boss. Der ist natürlich noch ganz hier oben. Aber wenn wir es schaffen, wäre super. Wir haben ein Krankenhaus, wir können alle heilen lassen. Wir können ja jetzt mal die vorlassen, die ja noch am meisten Gesundheit hier Zeit, haben. Gas zu geben. So, jetzt warte mal. Lass mal ganz kurz gucken. Wenn du hier hingehst, müsstest du doch eigentlich... Ja, okay, der hat natürlich auch nicht wirklich gute Trefferchance.
Aber das macht nichts. Hauptsache, Wolf überlebt es. Oder wir lassen Wolf lieber mal hier stehen. Ich weiß es nicht. 9, wenn der da steht. 10. Lassen wir mal lieber hier hinten stehen. Die müssen ja sowieso zu mir kommen. Und wenn wir jetzt erstmal hier unsere guten Kämpfer nach vorne bringen. Trifft so 15%. Ja, probieren können wir es. Na, schaut hin. Auch wenn er nur so kleine Treffer macht. Was? Das ist vollkommen egal. Hauptsache, er trifft wenigstens ein bisschen was. Mhm. Jetzt bringen wir natürlich uns noch nach vorne. Wir haben am meisten Gesundheit. Mein Zug. Naja, Big Man ist halt scheiße, ey. Ach so, wir können aber bis hier vorgehen. Der versammelt auch noch. Was bist denn du das für ein Depp? Das könnte eng werden. Ja, ich bringe dich jetzt trotzdem mal hier hin. Sicher ist sicher. Doggy Boy. Du wirst auf den hier schießen. Blutende Wunde, das macht natürlich gar nichts. Big Man hat ja eh 150. Bin dran. Wir müssen nur Wolf jetzt unbeschadet hier rauskriegen. Zeit es anzugehen. Jetzt warte mal, das sind wir. Ja, können wir mit ihm weiter nach vorne. Jetzt lassen wir mal gucken. 38, da haben wir 52%ige Chance, obwohl der hinter dieser Säule steht. Alter, super getroffen. Ich bin ganz cool. Ja, Big Man, du bist ganz cool. Wir stellen dich hier hin. Jetzt war da mal Unterdrückungsfeuer. Da haben wir die Heilung. Das brauchen wir momentan nicht. Drei. Probieren wir mal das. Naja, wenn er trifft, macht er schon schönen Schaden. Wenn er trifft. So, Doc, du gehst auch mit hier hin. Wir müssen schauen. So, dann mal, da können wir ja auch das Anvisier nehmen. Lassen wir hier ein bisschen Mut abziehen. So, jetzt haben wir Wolf. Wir kommen aber nicht. Jetzt werden wir den da hinstellen. Dann kommt er das nächste Mal hinter dem Pfosten. Ah, die schießen auf Wolf, Alter, die Schweine. Jetzt bin ich mal gespannt. Werden wir uns treffen, oder? Zeit, es anzugehen. Okay, das macht rein gar nichts. Jetzt warte mal, jetzt lass mich mal schauen. Es ist nicht persönlich. Okay, wir könnten den jetzt sogar wegkriegen dann. Jetzt warte mal. Was machen wir jetzt mit dir aber? Das ist endgültig. Also wenn es jetzt alle Gegner waren, könnten es eigentlich beenden, dass wir jetzt hier nicht nur extra rauslaufen müssen. Das könnte eng werden. Ich hoffe natürlich, dass hier außen keine mehr stehen. Dann glaube ich, wird's scheiße. Dran. Das können wir aber mit Squicks probieren. Ne, schaut gut aus. Ja. Schaut wirklich gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft, Jungs. Zeit, es anzugehen. Alle Polizist gekillt. Jetzt will ich aber nicht wissen, auf wie viele Sterne wir sind. Ganz cool. Wir haben auf jeden Fall wieder alle Handlanger. Das könnte eng werden. So, dich bringen wir hier hinter die Kiste. Bin soweit, Boss. Kannst natürlich nicht so weit laufen. Das macht ja nichts. Ich brauche was zu trinken.
Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das eigentlich so gut schaffen. Ich bin ganz cool. Bin dran. Du kannst da bleiben. Ich brauche was zu trinken. Warum hat denn der jetzt gestoppt? Da war doch keiner. Zeit, es anzuhören. So, und der letzte, wir haben's. Oh, krass, ey. Krasse Scheiße. Die große Flucht, du hast gewonnen. Oh mein Gott. Ich hätte es nicht gedacht, ey. Wir haben unsere Jungs aus dem Knast geholt und die Agenten mit leeren Händen zurückgelassen. Jetzt werden sie erst recht versuchen, uns zur Strecke zu bringen. Wegen Steuerhinterziehung wollen sie uns drankriegen. Erwerbe einen Bauplatz und errichte dort eine Versicherungsgesellschaft. Okay, wir können auf jeden Fall im Level aufsteigen. Toller Job, Mann. Oder mal, ich wusste, du bist der richtige Kerl. Wir nehmen jetzt einfach nur das Geld, weil wir haben ja eh schon eigentlich einen guten Wert hier. So, okay. Also, unser Levelaufstieg werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Müssen wir natürlich wieder in Ruhe schauen, wie machen wir es am Blödsinn. Ich weiß nicht, ob wir Gesundheit nehmen. Bis jetzt haben sie eigentlich sehr gut gekämpft, ey. Ich weiß nicht, oder doch mehr auf Schaden gehen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.